einiges an Rohstoffen. Ne, Rohstoffe gar nicht, nur eben. Doch, ich hatte von Silber verloren. Ja, ne, ja, die Münzen. Aber da weiß ich auch noch nicht, mit was wir da überhaupt anfangen können. Bei Händlern müssen wir die später tauschen. Oh, ich hab Gold gefunden. Oh, ich hab eine Höhle gefunden, hier geht's weiter. Ich versuche hier gerade mal alles sinnfrei zu machen. So, ich habe jetzt aber Angst, da alleine runterzugehen. Ich komme zurück. Weil du hast dich aber wieder eingebaut. Ja, ich musste. Weil war gerade jemand im Zimmer. Einen glühenden Pilz habe ich bekommen, okay. Falls hier was ist, so, ne? Nicht! Was sollte das? Er ist weitergelaufen, obwohl ich nicht mal die Finger auf der Tastatur hatte. Oh, du bist schon tief. Es geht tief runter, ich dachte es nur. Ja, hab ich gemerkt. Das stand auch drin, du hattest keinen Abprall. Steht jetzt auf deinem Grabding, was auch immer das ist. Kannst den Grabstein sammeln. Das ist schon der zweite, den ich einsammeln muss. Weil dann kriegst du nämlich auch das Geld zurück. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Ich stell erstmal die Sachen weg, ja? Tu das. Wenn ich schon mal da oben bin, mache ich mich mal leer. Die 127 Spinnnetze natürlich. Das klingt auch falsch. Mache ich mich mal leer. Ja, ich mache mich mal alle. Tu das, ich baue hier so eine Treppe runter. Och Mensch, sind wir doof. Wieso? Unsere Münzen können wir oben in die Truhe legen. Ich glaube nicht, dass du dann etwas verlierst. Nee, dann nicht mehr. Das fällt mir jetzt auf. Das ist intelligent. Von uns beiden. Oh cool, hier sind glühende Pilze. Ja, ich hab einen. Ja, ich auch, aber hier unten sind noch welche, wo ich stehe. Und du hast doch so ein Wurmloch, hast du gesagt. Kannst du dich doch zu mir teleportieren dann? Mach ich gerade, will ich gerade. Ach so. Ich stehe auch sicher. Die Pilze sind unter uns, aber ich will da nicht hin, da ist eine Fledermaus. Die treffe ich immer nicht so schön. Warte mal. Irgendwas ist gematscht worden gerade. Überlege gerade, wie das geht. Oh Gott. Dieser Umschwung wieder in dieser Höhle. Das ist klicke auf den Kopf. Welchen Kopf? Deinen. Wie willst du denn auf meinen Kopf klicken? So, ich hab gerade gelesen. Teleportiere dich zu einem Klob mit Blick auf den Kopf, um die ganze Karte zu sehen. Ach so, auf die Karte wahrscheinlich. Aber klicke auf den Kopf. Ja, wenn du die Karte aufrufst, hast du einen Kopf. Wenn du ranzoomst, muss natürlich jetzt ranzoomen. Aber da hast du meinen Kopf. Zum Beispiel. Ich kann ja deinen auch sehen. Karte kannst du übrigens in ganz groß mit M aufrufen. Dann kannst du da auch mit dem Mauszeiger scrollen. Ich sehe dich da oben, du stehst am Eingang. Genau, und da bist du. Wahr. Ja, ich guck unter uns, hier sind blaue Dinger. Ich will davon. Ich will davon einen haben. Aufgefallen? Ich will davon. Da drüben sind Kristalle oder Eisen oder irgendwie sowas. Und da ist ein Totenschädel. So.
Da. Ich will einen Weg darüber bauen. Pilze! Und eine Bombe. Hier ist ein riesiger Pilz unten. Mama? Ja. Andere Seite ist ein riesiger Pilz. Ich bin dran vorbeigeflogen, ist das bewusst? Was ist das? Oh. Will jemand darüber gehen? Willst du das machen? Die Karte wegräumen? Wo der. Dir ist schon klar, dass die Bombe genau vor dir steht. Ja, ich weiß, deswegen, da muss ja einer raufspringen, aber wenn ich da raufspringe, dann einer muss ja da drüben stehen bleiben, auf der anderen Seite, damit man sich wieder hinbauen kann, weil sicherlich die Plattform da unten, wo du gerade drauf standest. Ich komm da gar nicht hoch. Warte. Soll ich jetzt echt da drauf hüpfen? Weiß nicht, bau erstmal lieber auf der anderen Seite ein kleines Loch, falls du dich in Sicherheit bringen musst. Ich glaube, das ist klüger. Und ich bleib dann auf der anderen Seite hier stehen. Oder ich versuche hier unter irgendwas zu bauen. Nee, es erstmal kurz gucken. Auch nichts. Nicht, dass der was aufbaut. Oh, das ist irgendwie so ein Vieh. So, jetzt baue ich. Sag Bescheid, wenn du drauf hüpfst. Jetzt. Okay. Gut, es gab 55 Eisen. Für uns. Können wir uns ja nachher teilen. Wenn wir wieder oben sind. Und da unten gibt es ein Stück runter. Ja, ein ganzes schönes Stück. Nein, nein, hier unten ist irgendwas. Siehst du das? Ja, so eine Umrandung sehe ich, so ein Stück. Mhm. Und ich sehe einen Gegner, der andauernd versucht, uns anzugreifen. Und auf der anderen Seite hiervon war ja so ein blauer Pilz. Ein großer. Da hab ich noch gesehen. Das ist eine Lorenstrecke. Ja, aber der hat eine Lampe auf der Fresse. Ja, cool. Ja, das ist ja auch so ein Minenarbeiter. Stimmt, das stand oben ja da. Minenarbeiter, so ein Minenarbeiter-Zombie ist das. Aber ich habe aber Angst, da jetzt drauf zu gehen. Ich glaube, wir schützen dann ab. Ich auch, weil wir haben auch keine Lore und die Gegner fallen auch durch. Siehst? Nee, da fallen wir so durch. Ich versuche mal von der anderen Seite. Oder willst du auch da? So, kurzer Richtungswechsel. Gut, was guck ich denn? Was soll ich denn jetzt anfangen? Weiß ich nicht. Irgendein Werbungsmüll. Yeah, ja. Werbung. Nee, so ein Infokram. Graben wir einfach mal mit der Fackel weiter. Bei Minecraft geht das. Okay, ich kann den Pilz mit der Axt
Fellen. Und kriege einen grünen, einen leuchtenden Pilz. Yay. Tja, wenn man gewusst hätte, dass hier sowas gibt, dann hätte man ja ein Dings mitnehmen können. Eine Lore. Ja, genau. Na, wir waren der Meinung, dass... Aua! Gut, ich habe einen Nachteil der Reichweite meines Boomerangs gefunden. Weißt du, dass er dich selber haut? Nein, aber wenn ich von einem Gegner gehauen werde, der fliegen kann, ist der nicht so gut, weil dass der Boomerang so weit fliegt, braucht er auch ewig, bis er zurückkommt. Ah. So, und ich werde, glaube ich, sterben. Vielen Dank. Die Flasche liegt oben. Ich brauche Licht. Wow. Ich habe einen Bekloppten hier. Ja, wir können auf den Schienen nicht laufen. Au! Achtung. Ja, ich kann mich aber nicht heilen. Gerade. Weil ich hier schon... Ich wurde... zermetzelt und mein Grabstein ist runtergeflogen. Ach, Mann, ich habe 2 Gold und 35 Silber und 12. Meiner ist auch noch da irgendwo. Ja, stimmt. Ach, blöder Zombie. Liegt in der Kiste? Hä? Ich vergessen, in der Kiste liegt der andere Trank. Dieser Boom, Beam, Beam dran. Ja. Ach, ich muss ja. Ich brauche noch eine Truhe. Wo konnte ich die nochmal basteln? Oben in der Truhe ist eine Truhe. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, die goldene Truhe habe ich da reingeschmissen. Das hört sich lustig an. Oben in der Truhe ist eine Truhe. Bin tot. Bitte um den Tod wurde erhöht. Erhört. Okay. Du hast dir den Tod gewünscht? Ja. Nein, ich bin ins Wasser gefallen und kam nicht wieder raus, weil im Wasser auch noch 4 Leichen waren. Nur 4 Tote. Du kuschelst mit Leichen. Ja. Aber Ina muss das tun. Nein. Ach, dafür kann ich jetzt das Ding bauen. Okay. Wir sollten eine Lore mitnehmen. Ja, dann mach erst die Tür zu, genau. Ich konnte jetzt so ein Schmelzding bauen hier. Da geht doch, ich hab eine Truhe in der Truhe. Ja, ich hab da ja nicht reingeguckt, das ist ja deine Truhe. Ich hab doch gesagt, guck einfach in die Truhe, da ist eine Truhe. Jetzt habe ich die Truhe rausgenommen. Ach, ich kann ja auch normale Truhen bauen, okay. Ich habe den Sprengzünder mitgenommen. Das geht. Ich weiß nur noch nicht warum. Haus kaputt. Vorsicht, da ist ein Zombie. Wollt doch gar nicht raus. Zombie, hau ab! Das ist meine Truhe. Such dir eine eigene. So.